Ein sehr starker Gegner, eine schwache erste Halbzeit und ein Riesentopf voller Kampfgeist. Das waren die Zutaten für den Handball-Krimi am vergangenen Samstag. Vor heimischer Kulisse empfingen die Berliner Spreefüchse den amtierenden Meister HL Buchholz 08 Rosengarten. Alles andere als eine leichte Aufgabe, denn nach 10 absolvierten Spielen waren die Handball-Luchse bislang noch ohne Niederlage. Das will Trainer Gonzalo Miranda natürlich ändern. What I plan for today is to play a really, really fast game to try to tire them up. And in the last 15 minutes, have everyone fresh and try to keep it up with a mentally strong team on the other side. And if we are able the last 15 minutes to do the same as they do and play it cool and without technical faults, I think we can be the first team winning against this team this season. Doch danach sieht es zunächst nicht aus. Eine starke Anfangsphase wie in Zwickau suchten die Fans hier vergebens. Zwar spürt man von Beginn an die von Trainer Gonzalo Miranda gewünschte Geschwindigkeit und die Berlinerinnen kommen schneller zum Abschluss als üblich, doch die Gäste präsentieren sich von ihrer besten Seite und reißen die Partie schnell an sich. Vorne finden sie ohne viel Aufwand ihre Schlüsselspielerinnen und hinten stehen sie sicher. Auch nach 2 Auszeiten finden die Berlinerinnen kein Mittel gegen die mittlerweile mit 13:3 führenden Gäste. Erst in den letzten Spielminuten wacht das Team auf und kann zur Freude der Fans auf 15:7 verkürzen. Hier ist noch alles drin. Die erste Halbzeit lief natürlich nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Rosengarten spielt einfach einen effektiven Handball, den wir momentan noch nicht unterbinden können. Zweite Halbzeit muss sich das auf jeden Fall verändern. Unser Angriff findet hoffentlich einfache Lösungen, die wir bis jetzt noch nicht gefunden haben, mit einfachen Gegenschüssen, einer kämpferischen Einstellung und dann können wir das Spiel hoffentlich nochmal drehen. Die kämpferische Einstellung der Spreefüchse ist von Minute 1 der zweiten Halbzeit zu spüren. Jetzt teilen sie die Torserien aus, die sie in den ersten 30 Minuten einstecken mussten. Eine offensivere Abwehr und einmal mehr eine glänzende Annabel Krüger gaben der Mannschaft den nötigen Rückenwind für die Aufholjagd. Und die gelingt. Bis auf einen Treffer kämpfen sich die Mädels in Grün heran. Natürlich lässt Rosengarten das nicht unbeantwortet und nach Umstellungen in der Abwehr sieht alles wieder ein bisschen so aus wie in den ersten Spielminuten. Einfache Ballverluste und unzureichende Durchsetzungskraft in der Defensive lassen die Gäste erneut davonziehen. Zwar kann sich Berlin noch einmal herankämpfen, doch kommt nicht über ein 25:28 hinaus. We need to have a little bit more will and a little bit more belief in ourselves. And I need two or three players to come up and step up and show that they really, really want this. Because they just saw something a little bit different and they freak out. And I cannot go in and play with them. So I need someone that just takes the game. Den werden die Berlinerinnen auch in den nächsten Spielen brauchen. Am kommenden Wochenende geht es zum ersten FSV Mainz 05 und am 22. Dezember empfängt man den Tabellenführer, die Kurpfalzbären im Fuchsbau.